Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Hochmann. Ich bin Oberarzt in der Abteilung für Pränatalmedizin und gynäkologische Sonographie in Tübingen. Jetzt bin ich aber den Veranstaltern dankbar, auch was zum gynäkologischen Ultraschall sagen zu dürfen, was ja eigentlich die häufigste apparative Methode des Gynäkologen. Ich möchte mit der provokativen Frage anfangen, brauchen wir die Sonographie am Beurteilung des Ultraschalls, gerade in der wissenschaftlichen Beurteilung des Ultraschalls und in der berufspolitischen Bewertung des Ultraschalls war, dass man vielleicht am Anfang die falschen Fragen gestellt hat. Dass man sagt, naja, dann bringt das mit dem Schall ja alles überhaupt nichts. Und so sieht das in unseren Leitlinien dann aus. Wenn Sie schauen, hier steht ein Screening mit CA12-5 und transvaginaler Sonographie konnte bisher keine Reduktion der Mortalität nachweisen. Und Sie sehen mit hohem Evidenzgrad. Und ein generelles Screening soll nicht durchgeführt werden. Das ist der stärkste Empfehlungsrat, den es überhaupt gibt. Ich zeige Ihnen hier mal zwei Bilder, die denselben Befund zeigen. Das ist der Ultraschallbefund und links sehen Sie den operativen Befund. Und Sie sehen links diese nicht sehr große Zyste von 3-4 cm Durchmesser. Sie sehen, die Frau hat einen massiven Verwachsungssitus, wo sich der Operateur schon fragen muss, lohnt sich das für diese kleine Zyste jetzt hier den Darm so frei zu präparieren? Und wenn Sie aber im Ultraschall rechts diesen Befund mit der papillären Auflagung und dieser abnormen Vaskularisation bei einer postmenopausalen Frau sehen, dann wissen Sie, ja, lieber Kollege, mach dir die Mühe. Das ist ein Figur-1-Karzinom. Gerade diese Figur-1-Karzinome sind intraoperativ oft gar nicht. Ich möchte auch noch einen berufspolitischen Ausflug machen, warum das so wichtig ist, dass wir den Ultraschall in unserem Fach so hochhalten und ihn nicht an die Radiologen. So, und jetzt kommen wir dazu, wie beurteilt man denn nun das Ovar am besten? Und da kommen wir nicht an der Frage vorbei, was ist eigentlich Iota? Des Erfolgsrezeptes ist, Sie haben es geschafft, eine gemeinschaftliche Sprache zu entwickeln. Ja, und da ist ein Problem vieler. Viele sagen, naja, was soll das mit der Iota? Gibt es doch alles schon, Scores ohne Ende, Studie, die ich immer sehr eindrücklich finde, von der Frau Valentin. Die hat über 800 präoperative Art-Next-Befunde aufgezeigt und hat geschaut, wie oft hat der Experte hier schon mit dem Ultraschall gesagt, das ist sicher maligne oder sicher benigne. Muss man sich klar machen, wie wechselt ein Ovar im Laufe eines Zyklus halt seine Gestalt? Und eigentlich müssten wir alle noch aus unserem Studium wissen, dass wir erstmal Primärfollikel, dann einen dominanten Follikel, dann ein Corpus Luteum haben. Und dann kommen wir zu den echten Zysten. Ja, nicht den funktionellen Follikeln, sondern den Zysten. Dann gibt es noch den hämorrhagischen Inhalt. Und da muss man sein Auge in der Tat mit der Zeit mal ein bisschen schärfen, weil das sehr unterschiedlich aussehen kann, je nachdem, in welchem Phase der Koagelbildung sich das also Ganze. Das sind die M-Kriterien, das sind die B-Kriterien. Wir gehen die gleich nochmal also könnte durch. Man daraus ja jetzt ableiten, dann machen wir doch sowas wie ein Mehrstufenkonzept. Das Next-Modell geht jetzt weg von dem nur benigne oder maligne, sondern das erlaubt Ihnen eine Risikokalkulation auf der Basis von 3 klinischen Parametern und 6 Ultraschallparametern. Die hat man jetzt bewusst auf den Doppler verzichtet.